Und zwar fangen wir an mit den rechtlichen Unterschieden zwischen E-Commerce und stationärem Handel und dort zuerst mit der Notwendigkeit von allgemeinen Geschäftsbedingungen und der wirksamen Einbeziehung. Weiter geht es mit dem Umfang und der Umsetzung von Verbraucherinformationspflichten und sodann erfolgen eine Darstellung und ein Vergleich der verschiedenen Verbraucherrechte unter Bezugnahme auf das Widerrufsrecht, das Rückgaberecht und das Umtauschrecht. Im zweiten Teil des Webinars widme ich mich sodann vier besonderen Post-Services, also Point-of-Sale-Services, die sowohl Elemente des Fernabsatzes als auch solche des stationären Handels vereinen und als moderne Mischform vor allem im Hinblick auf Verbraucherrechte von Relevanz sind. Behandelt werden sollen hierbei Click and Collect, Click and Reserve, Ship from Store und Return to Store. Genau, und am Ende des Webinars, wie Markus schon gesagt hat, werden Sie Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Beginnen wir mit den Unterschieden zwischen dem Fernabsatz und dem stationären Handel, die nach geltendem Recht zwischen E-Commerce-Geschäften und solchen bestehen, die über das Ladengeschäft geschlossen werden. Neben der Notwendigkeit von allgemeinen Geschäftsbedingungen werde ich zu den maßgeblichen Verbraucherinformationspflichten und schließlich zu den geltenden Verbraucherrechten referieren. Fangen wir mit Fragen zu allgemeinen Geschäftsbedingungen und deren Einbeziehung im E-Commerce versus im stationären Handel mal an. Als allgemeine Geschäftsbedingungen gelten solche Vertragsbedingungen, die für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert sind und die eine Partei der anderen bei Abschluss eines Vertrages stellt. Allgemeine Geschäftsbedingungen können insofern vorteilhaft sein, weil sie im gewissen Rahmen Abweichungen von gesetzlichen Bestimmungen zugunsten des Verwenders, in unserem Fall zugunsten des Händlers, erlauben. Werden sie nicht eingesetzt, tritt das geltende Recht an ihre Stelle. Dies vorausgeschickt, widmen wir uns zunächst mal den AGB im E-Commerce. Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht ist im elektronischen Geschäftsverkehr die Verwendung von AGB nicht grundsätzlich verpflichtend. Sie ist aber aus zweierlei Gründen ratsam. Zum einen kann man dank Ihnen die gesetzliche Rechtslage zugunsten der händlerischen Interessen wirksam modifizieren. Und zum anderen ermöglicht das Vorhalten von AGB die Erfüllung einer Reihe von Pflichtinformationen des E-Commerce, welche das Gesetz an Fernabsatzgeschäfte vor allem mit Verbrauchern knüpft und welche dann in den AGB allgemein erfüllt werden können. Hierzu zählen unter anderem der Hinweis auf das Bestehen eines gesetzlichen Gewährleistungsrechts, gegebenenfalls vom Händler eingegangene Verhaltenskodizes und Informationen zu den technischen Schritten, die zum Vertragsschluss führen, zur Speicherung von Vertragstexten, zu Berichtigungsmöglichkeiten für Eingabefehler und zu den für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen. Aus diesem Grund, nämlich der Erfüllung von Informationspflichten, werden die AGB im elektronischen Geschäftsverkehr auch als AGB mit Kundeninformationen betitelt. Damit AGB im Onlinehandel wirksam einbezogen werden können, müssen sie dem Käufer vor Vertragsschluss vollständig zur Verfügung stehen. Sie müssen also abgebildet und abgerufen werden können. Zusätzlich muss sich der andere Teil mit ihrer Geltung einverstanden erklären. Umgesetzt wird dies in Onlineshops meist durch zweierlei. Einerseits werden die AGB an zentraler Stelle im Shop, etwa im Footer, hinterlegt. Andererseits wird auf der Bestellbestätigungsseite eine Bedingung mit einer dazugehörigen Checkbox, etwa wie folgt, formuliert: Ich habe die AGB zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit deren Geltung einverstanden. Das haben bestimmt viele schon mal gesehen. Dabei sind die AGB dann noch einmal verlinkt. Kommen wir nun zu den AGB im stationären Handel. Grundsätzlich besteht auch im Ladengeschäft keine gesetzliche Verpflichtung zum Bereithalten von allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ihre Verwendung ist also nicht zwingend. Mithin steht es online wie offline zur Disposition des Händlers, ob und in welchem Umfang er bestimmte vorformulierte Inhalte in seinen Vertrag mit einbeziehen will. Wird auf den Gebrauch verzichtet, treten an die Stelle der spezifischen Geschäftsbedingungen die allgemeinen Grundsätze und Rechtsfolgen des bürgerlichen Rechts, also des bürgerlichen Gesetzbuchs BGB. Auch im stationären Handel kann die Verwendung von AGB aber aus denselben Gründen vorteilhaft sein wie im Online-Geschäft. Auch hier lassen sich einerseits gesetzliche Rechtsfolgen zugunsten der händlerischen Interessen wirksam modifizieren und andererseits existieren auch im stationären Handel mit Verbrauchern gewisse Informationspflichten, die über AGB umgesetzt werden können. Diese Pflichten unterscheiden sich von denen im E-Commerce zwar durch einen deutlich geminderten Umfang, müssen zur Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutzniveaus aber gleichwohl umgesetzt werden. Anders als im E-Commerce können Kunden in Ladengeschäften die AGB aber freilich nicht digital abrufen. Für deren wirksame Einbeziehung ist daher ausreichend, dass sie in abgedruckter Form an geeigneter Stelle in den Geschäftsräumen ausgehängt werden. Als Aushängungsort haben sich vor allem eine zentrale Stelle des Verkaufsraums oder der unmittelbare Kassenbereich etabliert. Ein besonders einzuholendes Einverständnis der Kunden mit der Geltung ist dann nicht mehr erforderlich. Kommen wir im nächsten Schritt zu den geltenden Verbraucherinformationspflichten, die zuvor schon in Teilen angesprochen wurden. Im E-Commerce sind Händler gezwungen, Verbraucher eine ganze Bandbreite an notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Diese Pflicht besteht im stationären Handel nur in stark abgeschwächter Form. Grund hierfür ist, dass das Gesetz den Verbraucher bei Online-Geschäften als schutzwürdiger einstuft, weil er keinen persönlich unmittelbaren Kontakt zum Händler hat und er zweitens das Produkt vor der Übergabe an ihn nicht auf seine Eignung und Tauglichkeit überprüfen kann.
Beginnen wir mit den Informationspflichten im E-Commerce mit Verbrauchern. Die Palette an Informationspflichten im E-Commerce gegenüber Verbrauchern ist breit gefächert und deshalb häufig das Ziel wettbewerbsrechtlicher Abmahnung. Zu differenzieren ist hier zwischen generellen Informationspflichten, Informationspflichten im Online-Angebot und Informationspflichten, die in den AGB erfüllt werden können. Zunächst zu den generellen Informationspflichten. Hierunter fallen gegenüber Verbrauchern im E-Commerce primär die Einbindung vollständiger Rechtstexte. Zwingend an genereller Stelle im Online-Shop, etwa im Footer vorzuhalten sind, eine Widerrufsbelehrung mitsamt dem gesetzlichen Musterwiderrufsformular, welches den Verbraucher über sein gesetzliches Widerrufsrecht belehrt. Eine Datenschutzerklärung, welche über alle Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Shop aufklärt, und ein vollständiges Impressum, das als Anbieterkennzeichnung umfangreiche Informationen zur Identität des Händlers liefert. Zusätzlich sind Zahlungs- und Versandbedingungen zu hinterlegen, welche über die vom Händler akzeptierten Zahlungsmittel Aufschluss geben und auf Lieferbeschränkungen hinweisen. Lieferbeschränkungen sind beispielsweise immer dann einschlägig, wenn ein Händler nicht alle Teile der EU beliefert. AGB sind, wie bereits gesagt, nicht verpflichtend, aber sinnvoll einzubinden, wenn sich dadurch weitere Informationspflichten erfüllen lassen. Werden sie verwendet, müssen sie aber spätestens bei Vertragsschluss abrufbar und speicherbar zur Verfügung gestellt werden. Weiter geht es mit den Informationspflichten in Angeboten. Bei elektronischen Geschäften mit Verbrauchern sind Händler gehalten, vor dem Vertragsschluss in ihren Angeboten umfangreiche Informationen zu den Produkten, den Preisen und zu den Modalitäten des Vertragsschlusses bereitzustellen. So ist in Angeboten unter anderem zu informieren über die wesentlichen Eigenschaften des jeweiligen Produkts, die Lieferzeiten und bestehende Garantien, etwa Händler- oder Herstellergarantien, und darüber, dass alle Preise die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten und dass gegebenenfalls zusätzliche Versandkosten anfallen. Zuletzt gibt es Informationspflichten, die in AGB umgesetzt werden können. Die lassen sich untergliedern in Informationen über das gesetzliche Gewährleistungsrecht, auch Mängelhaftung genannt, die Informationen über die Art und Weise der Abgabe der Bestellung und über technische Schritte, die zum Vertragsschluss führen, die Informationen zur Speicherung des Vertragstexts sowie zur Abrufbarkeit nach der Bestellung sowie zu den für den Vertragsschluss verfügbaren Sprachen und sämtliche eingegangene Verhaltenskodizes, die der Händler vor der Bestellung offenlegen muss. Im Gegensatz zu diesen Informationen des Fernabsatzes stehen die Informationspflichten im stationären Handel. Der eben dargestellte umfangreiche Pflichtenkatalog findet im stationären Handel gegenüber Verbrauchern weitgehend keine Anwendung. Grund hierfür sind spezifische gesetzliche Ausnahmen, die darauf basieren, dass dem kaufenden Verbraucher viele Aspekte der zu kaufenden Ware und des verkaufenden Händlers bereits durch den Aufenthalt im Ladengeschäft hinreichend bekannt sind. Grundsätzlich wäre auch im stationären Handel zumindest über die wesentlichen Eigenschaften, die Identität des Unternehmers, gesetzliche Gewährleistungsrechte und über Lieferzeiten bei jedem zu schließenden Vertrag zu informieren. Allerdings kennt das Gesetz hier zwei maßgebliche Ausnahmen. Zum einen finden die Informationspflichten auf Geschäfte des täglichen Lebens generell keine Anwendung. Von dieser Ausnahme sind bereits große Bereiche des stationären Handels betroffen. Hierunter fallen etwa Verkäufe von Lebensmitteln, Drogerie- und Kosmetikartikeln, Büchern, Zeitschriften, DVDs und sonstigen Medien, Haushaltswaren wie Geschirr, Töpfen oder Bettwäsche, einfachen Uhren und Schmuck, kleinen Elektrogeräten wie Radios, Toaster und so weiter, Pflanzen, Spielwaren und Alltagskleidung, Taschen und einfachen Accessoires. Zum anderen sind außerhalb der eben genannten Geschäfte des täglichen Lebens die Informationspflichten nur zu erfüllen, wenn die Informationen nicht bereits aus den Umständen ersichtlich sind. Dies reduziert den Pflichtumfang weiter. Wegfallen tut damit nämlich regelmäßig die Informationspflicht für die wesentlichen Eigenschaften der Ware. Diese kann der Verbraucher dem jeweiligen Produkt selbst entnehmen, wenn er es im Regal sieht. Und die Identität des Unternehmers. In welchem Geschäft sich ein Kunde aufhält, ist ihm in der Regel bekannt und die übrigen Kontaktdaten gehen regelmäßig aus dem Kassenbeleg hervor. Im Ergebnis sind daher Verbraucherinformationspflichten im stationären Handel nur stark eingeschränkt zu erfüllen. Entfallen sie nicht gänzlich, empfiehlt sich auch hier ein Aushang an einer zentralen Stelle im Ladengeschäft. Widmen wir uns nun dem letzten zu vergleichenden Punkt, den Verbraucherrechten. Hier werde ich das Widerrufsrecht sowie das Rückgabe- und Umtauschrecht thematisieren. Beginnen wir mit dem Widerrufsrecht. Einer der tragenden rechtlichen Unterschiede zwischen dem E-Commerce und dem stationären Handel ist die Geltung des Verbraucherwiderrufsrechts. Verbrauchern steht bei über das Internet geschlossenen Verträgen grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. Dieses ermöglicht es dem Verbraucher, einen geschlossenen Vertrag grundlos innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung der Ware per eindeutiger Erklärung gegenüber dem Online-Händler zu widerrufen und dadurch eine vertragliche Rückabwicklung einzuleiten.
In der Folge ist der Verbraucher an seine Vertragserklärung nicht mehr gebunden und kann gegen Rücksendung der bestellten Ware den gezahlten Kaufpreis inklusive etwaig gezahlter Versandkosten für die Lieferung zurückverlangen. Über dieses Verbraucherwiderrufsrecht muss im E-Commerce zwingend durch die Bereitstellung einer Widerrufsbelehrung samt Musterwiderrufsformular belehrt werden. Im stationären Handel existiert ein Verbraucherwiderrufsrecht nicht. Das Gesetz räumt dieses nur für Vertragsverhältnisse ein, in denen das Geschäft entweder nicht unter persönlicher Anwesenheit von Verbraucher und Händler oder zwar bei gleichzeitiger persönlicher Anwesenheit, aber außerhalb der Geschäftsräume des Händlers zustande kommt. Grund hierfür ist ein vermutetes erhöhtes Schutzbedürfnis des Verbrauchers, das bei Käufen im Ladengeschäft nicht besteht. Verbrauchern steht daher im stationären Handel kein gesetzliches Recht zu, sich ohne Gründe nach Abschluss des Vertrages wieder von diesem zu lösen. Kommen wir zum Rückgabe- und Umtauschrecht. Auch außerhalb des gesetzlichen Widerrufsrechts gibt es viele Unternehmer, die darauf bedacht sind, ihren Kunden eine unkomplizierte Loslösung vom Vertrag zu ermöglichen. Gerade im stationären Handel, aber vermehrt auch im Online-Geschäft, besteht in diesem Sinne vielmals die Möglichkeit zur Rückgabe oder zum Umtausch von gekaufter Ware. Unbedingt zu beachten ist, dass es weder im E-Commerce noch im stationären Handel die Pflicht gibt, Kunden ein Rückgabe- oder Umtauschrecht einzuräumen. Im E-Commerce ist Verbrauchern das gesetzliche Widerrufsrecht zu gewähren, dieses ist aber von Rückgabe- und Umtauschrechten unbedingt zu unterscheiden. Bei Rückgabe- und Umtauschrechten handelt es sich insofern um freiwillige, zusätzliche Rechtseinräumung des Händlers. Die Begrifflichkeiten stellen allerdings keine Synonyme dar, denen der gleiche inhaltliche Bedeutungsgehalt zukommen würde. Vielmehr lösen beide Rechte, also Rückgabe- und Umtauschrecht, unterschiedliche Rechtsfolgen aus. Das Rückgaberecht ermöglicht es dem Kunden naturgemäß, die gekaufte Ware binnen einer vom Unternehmer gesetzten Frist in die Geschäftsräume des Unternehmers zurückzubringen, eventuell auch zurückzusenden und gegen Rückübereignung Erstattung des Kaufpreises zu verlangen. Hier liegt der wesentliche Unterschied zum Umtauschrecht, das eine Rückzahlung des Kaufpreises gerade nicht vorsieht, sondern es dem Kunden lediglich ermöglicht, den gekauften Artikel gegen einen anderen aus dem unternehmerischen Sortiment einzutauschen. Erstattet werden nur etwaige Preisdifferenzen. Weil es sich bei beiden Rechten um ein Plus, in Anführungszeichen, an Leistung des Händlers handelt, welche das Gesetz nicht vorschreibt, können die Bedingungen und die Modalitäten der Inanspruchnahme sowohl im E-Commerce als auch im stationären Handel grundsätzlich frei geregelt und je nach Belieben restriktiv oder großzügig gehandhabt werden. Wird eine Rückgabe und oder ein Umtauschrecht gewährt, sollten allerdings die Bedingungen für die Inanspruchnahme vollumfänglich und abschließend reguliert werden. Dies verhindert spätere rechtliche Auseinandersetzungen und Rechtsunsicherheiten. Geregelt werden sollten unter anderem die folgenden Punkte. Bezieht sich das Rückgabe- oder Umtauschrecht auf das gesamte Sortiment oder sind einzelne Waren vom Geltungsbereich ausgeschlossen? Welche Fristen gelten für die Inanspruchnahme des Rückgabe- oder Umtauschrechts? Welches Ereignis, zum Beispiel das Kaufdatum, löst den Fristbeginn aus? Ist für die Ausübung der Rechte ein Kaufnachweis des Kunden erforderlich? Hängt die Inanspruchnahme von der Beschaffenheit der Kaufsache, gegebenenfalls auch von der Unversehrtheit der Verpackung ab? In welchem Zustand und in welcher Verpackung kann die Ware zurückgegeben oder umgetauscht werden? Wie hat die Rückgabe zu erfolgen? Ist eine Rückgabe auch auf dem Versandweg möglich? Wenn ja, wer trägt hier die Versandkosten? Erfolgt die Rückgabe gegen Erstattung des Kaufpreises in Bargeld oder wird ein Warengutschein in Höhe des Kaufpreises ausgestellt? Erfasst das Umtauschrecht nur mit der Kaufsache identische Produkte? Bezieht es sich auf Produkte der gleichen Kategorie oder aber auf das gesamte Sortiment? All diese Punkte können, soweit AGB verwendet werden, eben dort allgemeinen Regeln zugeführt werden. So, das war auch schon der erste Teil des Webinars. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, nämlich der Einordnung von bestimmten Point-of-Sale-Dienstleistungen unter das soeben Gesagte. Also, nachdem wir zunächst die wesentlichen rechtlichen Unterschiede im E-Commerce und im stationären Handel erörtert haben, sollen vor diesem Hintergrund nun vier Point-of-Sale-Dienstleistungen vorgestellt und rechtlich eingeordnet werden, die sowohl Elemente des Fernabsatzes als auch solche des stationären Handels vereinen. In diesem Sinne behandle ich die Services Click and Collect, Click and Reserve, Ship from Store und Return to Store. Beginnen wir mit Click and Collect. Als Click and Collect wird eine Dienstleistung von Händlern verstanden, die sowohl einen Online-Shop als auch zumindest ein Ladengeschäft betreiben. Kunden können dann online die Ware erwerben, müssen aber nicht auf eine Lieferung warten, sondern können die Ware zu einem vereinbarten Zeitpunkt in einem bestimmten Ladengeschäft des Händlers in Empfang nehmen. Weil der Verbraucher bei Wahl des Click-and-Collect-Dienstes den maßgeblichen Kaufvertrag über das Internet schließt, handelt es sich rechtlich um ein Geschäft des E-Commerce und mithin um einen Fernabsatzvertrag. Lediglich die Stufe der Vertragserfüllung, also der Lieferung, wird auf den stationären Standort des Händlers verlagert. Unerheblich für diese Einordnung ist, ob der Verbraucher die Ware im Anschluss des elektronischen Vertragsschlusses auch elektronisch bezahlt oder ob er die Zahlung bei der Abholung im Ladengeschäft vornimmt.
Allein die Tatsache, dass die Bestellung über das Internet abgegeben und mithin dort der Vertrag geschlossen wird, qualifiziert ein Click-and-Collect-Geschäft als E-Commerce-Geschäft. In der Folge gilt, dass dem Verbraucher beim Click-and-Collect-Geschäft grundsätzlich ein gesetzliches Widerrufsrecht zusteht. Zweitens ist der Händler gehalten, auf seiner Shopseite alle gesetzlichen Verbraucherpflichtinformationen des E-Commerce auch zu erfüllen. Auf die bin ich im ersten Teil des Webinars schon eingegangen. Insbesondere betroffen sind hier die Informationspflichten in Angeboten und das Vorhalten von Rechtstexten wie der Widerrufsbelehrung mit Musterwiderrufsformular, der Datenschutzerklärung und dem Impressum. Vom Click-and-Collect-Geschäft unterscheidet sich Click und Reserve. Hier wird dem Käufer nur die Möglichkeit eingeräumt, über eine Online-Präsenz des Händlers ein Produkt für einen vorgegebenen Zeitraum für die Abholung und Bezahlung in einem Ladengeschäft zu reservieren. In der Folge wird das Produkt im Laden für andere Kunden gesperrt, bereitgestellt und kann vor der Abholung und Bezahlung begutachtet werden. Bei Click- und Reserve-Geschäften kommt es online regelmäßig noch nicht zum Vertragsschluss. Vielmehr wird über die elektronische Kommunikation nur eine unverbindliche Reservierungsanfrage gestellt und bestätigt. Der maßgebliche Vertragsschluss erfolgt dann im Ladengeschäft selbst durch das Vertragsangebot des Kunden, die reservierte Ware zum vereinbarten Preis erwerben zu wollen und durch die Annahme dieses Angebots durch den Händler. Dies hat zur Folge, dass sich das Geschäft nicht als eines des E-Commerce und mithin nicht als für einen Absatzvertrag darstellt. In der Folge steht dem kaufenden Verbraucher kein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Kann das Produkt nicht alternativ auch online erworben werden, muss vom Händler auch nicht per Widerrufsbelehrung und Musterwiderrufsformular über das Widerrufsrecht informiert werden. Die Umsetzung der übrigen Fernabsatzinformationspflichten gegenüber dem Verbraucher ist auf der Website für reine Click- und Reserve-Geschäfte ebenfalls entbehrlich, weil der Vertrag erst im Ladengeschäft geschlossen wird und weil der Verbraucher mithin die Möglichkeit erhält, das Produkt vor dem Kauf zu begutachten und mit dem Händler persönlich zu kommunizieren. Gegebenenfalls greifen, wenn nicht die vorher genannten Ausnahmen einschlägig sind, allenfalls die reduzierten stationären Informationspflichten. Gehen wir nun über zum Ship-from-Store-Modell. Bei diesem Service kauft ein Kunde ein Produkt im Ladengeschäft eines Händlers, nimmt dieses aber nicht direkt entgegen, sondern lässt es an die eigene oder eine andere Adresse liefern. Diese Dienstleistung wird vor allem bei sperrigen Produkten und bei Speditionswaren angeboten. Weil der Vertrag hier allein über das Ladengeschäft geschlossen wird und es überhaupt keine vorherige elektronische Kommunikation gibt, handelt es sich eindeutig nicht um ein Fernabsatzgeschäft. Es gibt daher für Verbraucher kein gesetzliches Widerrufsrecht und für Händler gilt nur das stark eingeschränkte Informationspflichtprogramm des stationären Handels. Bei diesem Geschäftsmodell wichtig zu beachten ist aber, dass bei Käufen von Verbrauchern eine Privilegierung für den Transportweg besteht. Der Händler ist demnach für zufällige Untergänge oder Beschädigungen auf dem Transportweg so lange verantwortlich, bis das Produkt dem Verbraucher zugestellt wird. Im Zweifel muss der Händler bei Verschlechterung oder Zerstörung also erneut liefern, der Verbraucher muss aber nicht erneut zahlen. Erfasst werden hiervon aber nur zufällige Untergänge, die weder vom Verbraucher noch vom Händler zu vertreten sind, etwa bei Schäden infolge höherer Gewalt. Sind für Verschlechterung oder Untergang der Händler oder das beauftragte Transportunternehmen selbst verantwortlich, muss freilich bereits deswegen neu geliefert werden. Abschließend soll noch das Return-to-Store-Geschäftsmodell erörtert werden. Dieses ermöglicht Kunden bei Ausübung eines gesetzlichen Widerrufsrechts und oder eines freiwillig eingeräumten Rückgabe- oder Umtauschrechts, die erhaltene Ware im Rahmen der vertraglichen Rückabwicklung in einem Ladengeschäft des Händlers zurückzugeben. Das Return-to-Store-Modell ist grundsätzlich unabhängig davon, ob es sich beim geschlossenen Vertrag um einen Fernabsatzvertrag handelt oder ob der Vertrag direkt im Ladengeschäft geschlossen wurde. Weil es sich bei der Return-to-Store-Leistung um eine freiwillige Geste des Händlers handelt, kann sie aber auf die eine oder die andere Art beschränkt werden. Steht dem Verbraucher bei einem Fernabsatzvertrag ein gesetzliches Widerrufsrecht zu oder wurde ihm eine Rückgabe oder ein Umtausch eingeräumt, tritt bei einem Return-to-Store-Angebot die persönliche Abgabe im Ladengeschäft an die Stelle des sonst erforderlichen Rückversandes. Kosten werden dem Verbraucher hierfür nicht auferlegt. Rechtlich zu beachten ist, dass im Falle eines gesetzlichen Widerrufsrechts die Rückgabe im Ladengeschäft das Recht des Verbrauchers, die Ware alternativ zurückzuschicken, nicht beschneiden darf. Also der Verbraucher muss beide Möglichkeiten behalten können. Wurde hingegen der Vertrag bereits im Ladengeschäft geschlossen, wird normalerweise erst im Zusammenhang mit dem persönlichen Vorbeibringen der Ware, also der eigentlichen Return-to-Store-Leistung, ein Rückgabe- oder Umtauschrecht ausgeübt. So, nach der Darstellung der wesentlichen rechtlichen Unterschiede zwischen E-Commerce und stationärem Handel und der Behandlung bestimmter gemischter Dienstleistungen am Point of Sale sind wir am Ende des Webinars angelangt. Ich hoffe, Ihnen haben Gestaltung und Inhalte des Webinars gefallen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auf interessante Fragen. Ja, Phil, da gab es gerade ein bisschen
technische Probleme mit der Freischaltung meines Mikrofons. Kannst du mich jetzt hören? Jetzt kann ich dich hören, ja. Jetzt kannst du mich hören. Super. Tut mir leid an dieser Stelle. Das hat nicht so geklappt, wie es sonst funktioniert. Aber nun verstehen Sie mich alle sehr gut. Vielen Dank, Phil. Sehr umfangreicher Vortrag über die Fragen, die, glaube ich, die meisten Händler tatsächlich auch umtreibt oder die auch aus Endverbrauchersicht im Endeffekt von Relevanz sind. Ein Teilnehmer schrieb, nachdem du das Wort übergeben hast, vielen Dank, war soweit alles verständlich. Dem möchte ich mich anschließen. Ich habe wenig Ahnung von Rechtsfragen, habe aber auch tatsächlich alles verstanden. Es sind auch gar nicht wirklich viele Fragen aufgekommen, eben weil du das doch sehr, ja, sehr detailliert und doch in der Kürze der Zeit umfangreich beschrieben hast und aufgezeigt hast. Vielen Dank an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Gerne. Und doch würde ich zwei Fragen, die aufgekommen sind, nochmal mit in den Raum werfen und dir zuspielen. Und zwar würde ich das von hinten aufziehen. Du hattest als letzte Variante und Möglichkeit über das Return-to-Store-Verfahren gesprochen. Und es ist im Endeffekt so rübergekommen, als dass der Händler diese Return-to-Store, dieses Angebot, diese freiwillige Dienstleistung, wie du es gesagt hast, im Grunde frei gestalten kann. Hat der Teilnehmer, haben die Teilnehmer das soweit richtig verstanden? Das haben Sie richtig verstanden, ja. Bei dem Return to Store handelt es sich immer um eine freiwillige Zusatzleistung, entweder im Rahmen des Widerrufsrechts. Beim Widerrufsrecht muss der Verbraucher die Ware eigentlich zurückschicken. Wenn der Händler sagt, du kannst sie alternativ auch bei mir abgeben, dann handelt es sich natürlich um eine Zusatzleistung. Der Händler darf in diesem Fall dann aber den Rückversand nicht einschränken. Also darf daran keine Bedingungen stellen, kann aber sagen, wenn du sie bei mir abgeben willst, das sind meine Öffnungszeiten. Du hast natürlich auch nur 14 Tage Zeit, wie beim Widerrufsrecht, also wie bei der Rücksendung. Wenn es sich um eine Ausübung von Rückgabe- oder Umtauschrecht handelt, sprich, das ist ja sowieso eine freiwillige Zusatzleistung, da kann der Händler ganz klar sagen, Return to Store nur innerhalb von 7 Tagen, nur innerhalb von 14 Tagen, zu den und den Öffnungszeiten, die Ware muss so und so beschaffen sein. Okay, das ist dann im Endeffekt auch angeknüpft an das, was man eh kennt, ne? Zum Beispiel unbeschädigte Originalverpackung und solche Geschichten. Das ist Genau. der Halbsatz gewesen. Genau. Okay, das wurde nämlich gerade noch mal parallel dazu reingefragt. Gut, dann gibt es hier noch eine Frage zu den AGBs im Onlineshop. Und zwar ist da nochmal gefragt, ob diese AGBs denn vor Vertragsabschluss angehakt werden müssen oder ob es reicht, wenn man nochmal darauf hinweist. Grundsätzlich muss, das ist eine gesetzliche Pflicht, muss der Verbraucher die AGB spätestens bei Vertragsschluss, das heißt spätestens in dem Moment, wo ich auf den Bestellbutton klicke, damit gebe ich ja mein Angebot ab, aufrufen können und er muss auch mit der Geltung einverstanden sein. Das heißt, normalerweise macht man das als Tickbox, ja, als Checkbox direkt über den Bestellbutton oder man kann auch eine Einverständniserklärung vorformulieren. Ja, ich erkläre mich mit den AGB einverstanden. Und dann bestellen, dann wird das eben quasi konkludent fingiert. Ja. Aber nachträglich die AGB bei einer Bestellung nur hinten dran zu hängen, vorher aber nicht auf deren Geltung hinzuweisen, führt dann dazu, dass die AGB nicht wirksam einbezogen sind. Okay, ist Davon denn zu da? unterscheiden ist allerdings eine Pflicht. Also es gibt noch eine andere Pflicht. Ne? Also es gibt bezüglich AGB und Widerrufsbelehrung ziemlich viele Pflichten. Man muss sie, wenn man sie geltend machen will, auf der Website darstellen. Man muss sie bei Vertragsschluss, muss man auf deren Einbeziehung hinweisen. Und es gibt noch eine Pflicht, sie mit der Bestellbestätigung nochmal als PDF dranzuhängen. Also dem Verbraucher muss nach Vertragsschluss der Vertragsinhalt zugehen auf einem dauerhaften Datenträger, so sagt das Gesetz. Das bedeutet bei elektronischen Vertragsschlüssen immer, dass die AGB und auch die Widerrufsbelehrung als PDF nochmal versandt werden müssen. Okay. Hat denn das, und das wird jetzt hier gerade in dem Zuge nochmal auf deine Antwort hingefragt, wenn denn jetzt die AGBs nicht angehakt werden vor dem eigentlichen Vertragsschluss, sprich vor dem Klick auf jetzt bestellen, jetzt kostenpflichtig bestellen oder wie auch immer das dann benannt ist, ist denn der Kaufvertrag von der Gültigkeit her irgendwo tangiert? Nein, der Kaufvertrag von der Gültigkeit ist nicht tangiert. Also es wird empfohlen, dass man auf die AGB und deren Geltung verweist vor
Abschluss der Bestellung, also vor dem Klick auf jetzt bestellen oder jetzt kaufen. Der Kaufvertrag ist aber auch, selbst wenn die AGB dann nicht wirksam einbezogen werden, wirksam. Es treten aber dann die gesetzlichen Rechtsfolgen ein und nicht diejenigen, die die AGB letztendlich zugunsten des Händlers vorsehen und mit denen abgewichen wird von den gesetzlichen Rechtsfolgen. Sind wir dann in dem Wirkungsschema speziell vor generell nur in umgekehrter Variante? Ne, wenn das Spezielle nicht mehr hinhaut, weil da Störungen vorliegen, dann wird aufs Generelle, sprich das BGB, zurückgegriffen. So sieht's aus, genau. So sieht's aus, okay, genau. Gut. Ja, die Fragen, die jetzt hier noch stehen, sind im Endeffekt nahezu gleicher Natur. Alles, was ich jetzt hier noch so vor mir habe, ja, das hatten wir gerade mit in der Antwort drin, ist im Endeffekt angelehnt an die AGBs im Online-Shop-Frage. Von daher sind wir im Endeffekt auch schon durch. Denn, wie gesagt, es sind gar nicht so viele Fragen dabei. Jetzt kommt gerade noch, nein, danke, alles sehr gut erklärt, wird hier nochmal gesagt. Das geht auch an dich natürlich, Phil. Vielen Dank. Ne, warum das nicht gleich so weitergeben? Ja, dann sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen. Phil, bei dir möchte ich mich für deine Zeit bedanken, für den Wissenstransfer, den du heute vorgenommen hast. Und kleinen Augenblick, jetzt haben wir doch noch eine Frage, die würde ich dir tatsächlich noch mit reingeben. Gern. Genau. Hier wird als Kleinunternehmer gearbeitet. Es ist aber auch eine Umsatzsteuer-ID vorhanden. Wie wird das im Impressum dargestellt? Oder gibt es da Vorschriften, wie man dann das Impressum aufzubauen hat? Ja, es gibt da gibt es Besonderheiten. Kleinunternehmer weisen ja die Umsatzsteuer nicht aus. Ja? So, und da muss man quasi beachten, ich hatte ja gesagt, es gibt in Angeboten die Informationspflicht, immer zu schreiben, zuzüglich Mehrwertsteuer, inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten. Diesen Hinweis dürfen Kleinunternehmen nicht nehmen, weil sie die Mehrwertsteuer in ihren Gesamtpreisen nicht ausweisen. Das heißt, da müsste dann nur zuzüglich Versandkosten stehen. Und dann gibt es einen Hinweis für das Impressum und der sollte eventuell auch in diesem Angebot nochmal wiederholt werden. Also die Kleinunternehmerregelung steht in § 19 Umsatzsteuergesetz, dass man schreibt, gemäß § 19 Umsatzsteuergesetz oder aufgrund der Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 Umsatzsteuergesetz wird die Umsatzsteuer nicht ausgewiesen. Okay, also egal, ob eine Umsatzsteuer-ID vorhanden ist oder nicht, trete ich als Kleinunternehmer auf, muss ich diesen Hinweis auf den § 19 Umsatzsteuergesetz mit aufnehmen im Impressum. So sieht's aus, genau. Und man darf eben den Hinweis inklusive Mehrwertsteuer gerade nicht mit aufnehmen, weil das insofern nicht stimmt. Weil das dann, ja genau, das schließt ja im Endeffekt dann das Auftreten als Kleinunternehmer aus, ne? Genau. Genau, ja, ja, okay, gut. Vielleicht einen kleinen Augenblick, wo wir uns nochmal über die generelle Rechtssituation unterhalten. Vielen Dank an dieser Stelle von dem Teilnehmer, der Teilnehmerin für die Beantwortung der Frage. Wenn jetzt noch Fragen kommen, wir warten noch mal einen kleinen Augenblick. Wenn Sie noch Fragen formulieren, tun Sie das bitte gerne jetzt noch. Vielleicht noch mal die generelle Rechtssituation. Wo könnt ihr da im Endeffekt noch mithelfen? Wenn jetzt die Teilnehmer der Meinung sind, okay, meine AGBs habe ich mir im schlimmsten Falle vielleicht irgendwo herauskopiert und habe nur den Firmennamen meinetwegen geändert oder ich brauche ein neues Widerrufsrecht, ich brauche eine neue Datenschutzerklärung. Kann da der Teilnehmer sich an euch wenden oder wie läuft das ab? Wie können die Teilnehmer mit euch in Kontakt kommen? Ja, absolut und sehr gerne können sich die Teilnehmer dann an uns wenden. Wir sind ein Anbieter gerade von solchen Rechtstexten und zusätzlich der in Deutschland größte anwaltlich organisierte Anbieter. Also bei uns arbeiten ausschließlich Anwälte, die diese Rechtstexte betreuen und entwerfen. Wir bieten vorgefertigte Pakete zu sehr, sehr geringen monatlichen Preisen an. Die bestehen für den Online-Shop zum Beispiel aus AGB, Widerrufsbelehrung, Datenschutzerklärung und Impressum. Die kann man bei uns über die Website buchen oder einfach bei uns anrufen und das dann bestellen oder per Mail. Nach der Buchung kriegen die Mandanten, sind sie dann ja schon mit der Buchung, Zugang zu einem
Portal. Und da wird ein spezieller Login vergeben und dort liegen dann die gebuchten Rechtstexte schon bereit und können durch den Mandanten individuell konfiguriert werden durch die Beantwortung eines Fragenkatalogs. Das sind meist Ja-Nein-Fragen, der so detailliert ist, dass es sich genau auf die Verkaufstätigkeit des Mandanten zuschneiden lässt. Und allein durch diese Beantwortung, durch die Eingaben im Fragenkatalog werden im Backend dann automatisch die Rechtstexte generiert und können dann von dem Mandanten auf seinem Online-Shop hinterlegt werden. Und wir garantieren dafür und haften als Anwälte natürlich auch dafür, dass die Rechtstexte rechtssicher sind, also das heißt abmahnsicher sind und pflegen diese Rechtstexte auch so, dass wir auf aktuelle gesetzliche Entwicklungen, auf neue Urteile immer sofort reagieren und die Rechtstexte entsprechend aktualisieren. Das heißt, bei uns sind die Mandanten insofern abgesichert, stets aktuelle rechtskonforme Rechtstexte zu benutzen. Okay, das heißt, man braucht sich dann im Endeffekt da auch gar nicht mehr drum kümmern und gesetzliche Änderungen, Anpassungen werden von euch da dann automatisiert mit eingearbeitet und übergeben. Genau, so sieht's aus. Super.